Willkommen zum zweiten Versuch von Man of Medan mit der Schnorrer und der Gravity alias Fuba alias Fragezeichen. Moin. So, wir wollen es nochmal probieren, dass er diesmal alle auch wieder killt, ne? Bloß aus der anderen Sicht diesmal. Ja, diesmal halt wirklich alle. Ja, nee, stimmt. Nee. Einer hat ja überlebt. Ja, das soll wieder so sein. Nee, warum? Alle sind das nicht. Ich frage mich, ob es dafür ein Achievement gibt, bestimmt. Ich starte jetzt einfach mal neu, ja. Aber. Start als Show? Als was hast denn du letztes Mal gestartet eigentlich? Wie? Ich kann jetzt starte als Joe oder starte als Charlie? Das weiß ich gar nicht. Das ist gut. Ich glaube, das hatte ich nicht als Auswahl. Scheiße. Wen habe ich denn gehabt? Ich glaube, du warst Joe, oder? Ich war, glaube ich, ein Typ am Anfang. Sie sind beides Typen. Charlie ist doch keine Frau, Junge. Wer ist denn Charlie? Na, wir haben, waren doch beide... Bruder, oder? Nee, die Kameraden. Wir waren doch auf diesem Markt am Anfang. Da waren wir doch die Soldaten. Ja. Ah, ja. Na, dann war ich... Weiß ich nicht, start doch einfach. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt wahrscheinlich wieder den falschen, also meinen gleichen wieder nehme, dann ist es wieder genauso wie letztes Mal. Dann bin ich auch auf dem Schiff wieder die gleiche Person, etc. Na, werden wir doch jetzt dann sehen. 4, 3, 2, 1. Ladebildschirm! Auf geht's! Die haben wir ja auch alle gekillt hier. Die Ladebildschirme? Nee, die Soldaten. Müssen wir jetzt wirklich mal drauf achten, dass wir nicht zu schnell in andere Räume rennen und so. Na, noch ist es doch jetzt auf dem Markt, da passiert doch jetzt nichts. Aber bei den beiden auf dem Markt, da haben wir ja zum Beispiel alles gewechselt. Ihr habt. Wie gewechselt? Aber da sind wir auch zu schnell. Ja, da habe ich war ich zu langsam in dem komischen Wahrheitsgedöns. Naja, weil ich dann schon weitergegangen bin. Dadurch, dass abgebrochen wurde. Weißt du wieder nicht, ne? Ja, du machst immer viel zu schnell. Ja, du dann aber auch. Oder? Sagen deine Ex-Freundin auch alle. Ja, ja. Uff. Videos skippen kann man aber nicht, ne? Hallo, das gehört jetzt zur Story. Ja, ich weiß, aber die Story an sich kennen wir ja schon. Verstehst du? Ne. Also ich müsste jetzt rechts sein, hoffe ich. Okay, komm. Ja, dann haben wir glaube ich nicht getauscht. Langsam zum Schiff zurück. Ich war aber links letztes Mal, möchte ich sagen. Ach, stimmt, ja. Hey! Immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. Kannst du kämpfen? Hey. Gib mal ein Quarter. Wieso? So, richtig gewählt, sehr gut. Entwickle meine Zukunft. Ui, dann mal los. Ich bin Charlie. Was erwartet mich, Alter? Mein cooler Onkel Charlie. Jo, je wollen mal. Hey, ich hab gar nichts gemacht. Lol, was war das denn? Reicht das auch, wenn ich nur in die Richtung drücke? Weil hier geht's ja auch nicht so schnell, weißt du? Am Anfang. Da hast du ja 8 Minuten Zeit, die Tasten zu drücken. Wie du immer gleich übertreiben musst. Frag mich, ob das reicht, wenn man so ungefähr in die Richtung. Das sieht aus wie ein Fisch. Los tritt. Nee, das Haifu.
可能来自任何方向，但是 oh, der war knapp. Aber die werden jetzt schneller, siehst du? 死亡和厄运肯定会随之而来。 Ah, ich habe beim ersten Mal nicht geschafft, habe eine Errungenschaft bekommen. Toll, was wir zu was wir zu schnell. Okay, Kumpel, teil doch mal dein Glück mit so, ich uns. Ja, gut, das kann ich ja nicht beeinflussen. Na doch, hättest du wartet. Nee. Hattest du 8 Minuten Zeit? Hast du vielleicht noch ein Quarter dabei? Ah, das war ja letztes Mal bei mir auch was so, glaube ich. Denn? Eine Bank? Ich glaube, das ist Absicht. Ich probier's mal. So, jetzt kommt's ja auf die Entscheidung drauf an, ja? Hab ich denn eine Frage über dieses Siehst du, du schon beim ersten Schlag hast du... Ich brauch gar nichts machen, ich könnte jetzt warten, bis du fertig bist. Was sagst du? Nichts. Muss mich gerade hier konzentrieren. Ich muss erstmal wieder gucken, was für Tasten da die sind, ey. Wie? Auf dem Gamepad. Geht doch nicht auswendig. Oh, verkackt. Have a nice day. Hey, Chuck, wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Wir müssen zurück. Ab in die 2! Frachtraum Nummer 2! Kisten? Ne, 4. Wieso 4? Sind nur 3. Hey Mann! Hey, wo sind meine 50 Cent? 50 Cent? Welche 50 Cent? Hey, komm schon, Mann! Hey! Zieh ab, Kumpel! Schubs mich nicht um! Soweit ich das beurteilen kann, sind diese Männer einfach absolut sturzbetrunken. Er kommt auf die Krankenstation, schmeißt den anderen ins Loch und lasst ihn da. Wegen 50 Cent, weißt du? Na, ja, du warst schon mal so ein Geizkram. Du bist so ein Schnorrer, Alter. Ja, du hast doch die von mir bekommen. Naja, du bist so ein Geizkram, willst sie unbedingt wieder. Naja, natürlich, aber. Nein, der Nasenschnodder. Scheiße. Oh, oh. Was ist denn mit denen hier? Hat das ja nichts zu tun. Ei. Oh, bin ich hübsch. Joey übrigens, ne? Nicht, dass du das jetzt verwechselst. Witzig.
frage ihn, wieso ist denn die Zelle hier offen? Müssen wir jetzt das wieder alles nochmal vorlesen? Nö, würde ich nicht sagen. Private Charles Anderson. Das hier wieder dieser 10 Tage Haft. Ich glaube, du kommst ja erst raus, wenn ich dich befreie, oder? War das nicht so? Meine Tür ist offen. Auch die richtig zum Rausgehen? Ja. Natürlich nicht. Also muss ich dich befreien. Das kann sein, ja. Außer ich finde noch irgendwas. Ach, hier oben ist auch noch was zum Gucken. Ih, Blut. Blut ist ja ein bisschen ekelhaft. So, ich bin eigentlich durch da in meiner Zelle. Ja, das ist gut. Ach, hier ist ein kleiner Durchgang. Durch so einen kleinen Schacht kann ich raus. Hm, klar. Mich mal hier langsam rauslassen. Oh, ich sehe hinter mir jemanden. Howdy, Charlie. Wie läuft dein Urlaub? Oh, hol mich endlich hier raus. Hä? Ich stand gerade vor der Tür, deshalb dachte ich jetzt, wieso hinter mir eigentlich? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier. Ah, es hört ein Flugzeug. Flugzeug, okay. Das besuchen wir ja später. Ach, siehst du diesen Safe? Den haben wir nie geöffnet. Ah, ne, das ist, glaube ich, später offen. Das weiß ich nicht, ob der offen ist. Ne, später, wenn wir mit den anderen auf dem Schiff sind, ist der, glaube ich, offen. Ja. Lauf. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Oh, jetzt wieder so ein Scheiß. Beim ersten Mal haben wir es verkackt, oder? Nee, ich glaube, das haben wir geschafft sogar. Das ist ja noch relativ langsam. Ja, es wird ja jetzt gleich schneller. Nee, das hatten wir verkackt beim ersten Mal. Ne, was soll da passiert sein? Siehst du, der haut einfach ab. Genau so. Uiuiui. Dann geht's ja dann weiter, ne? Jetzt gehst du, glaube ich, gerade wieder zurück, oder nicht? Ja, sieht so aus, ja. Hätte ja sein können, dass hier noch was ist. War denn hier was drin? Nö, geht nicht auf. Aber ich sehe doch da jetzt bestimmt wieder unten Mannequin vorbeilaufen. Ah! Was war das? Bei dir war es soweit, oder? Hm. Dieser scheiß grille Sound immer, ey. Vor allem so ganz gemütlich. Oh. Ehrlich. Besonders, ich hatte die ganze Zeit noch im Hinterkopf, dass du als erstes ja was gesehen hast und trotzdem erwischt mich das. Wo bist du überhaupt hin? Na, hinten weiter dann. Ach so. Lol. Ich dachte, du bist jetzt weg. Jetzt kommen wir in diesen komischen Raum da, ne?
Da kann man schon mal ein bisschen Angst bekommen. Bist du zu schwach? Hey, Joe! Wie immer. Wie hey, immer. Jo. Jo. Ich hab's nicht geschafft. Oh. Buh, du sitzt das mehrmals zu spät angefangen. Oh. Ja, ja, ich hab zu spät angefangen. Ich muss ja erstmal raffen, welche Taste. Ah. Nee, bei mir ist es gewesen. Du sagst es. Totale Scheiße. Lecker. Gott sei Dank, man gibt es eine Pumpgun. Gott. Noch eine Leiche. Wer das wohl ist? Noch eine Leiche? Oh, verdammt. Buckley. Der war doch letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter. Armes Schwein. Letztens beim Essen? Tja, da war wohl was im Essen. Sehr doof. Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen für ihn, wa? Geht's da weiter? Ja, da geht's runter. Ich würde sagen, auch wir machen dann gleich ein Päuschen hier. Sie müssten jetzt gleich, glaube ich, in den großen Lagerraum kommen. In den großen Raum, ja. Und dann war ja schon wieder fast Ende. Ja, dann geht's los, ja. Das ist ja jetzt hier nur das Tutorial. Was du schon verkackt hast. So, jetzt irgendwas mit. Hä? Ach, ey, B war schneller gedrückt, siehst du, wusste ich schon wieder gar nicht mehr. Ach, ich kann also, auch schneller gehen. Das haben wir nie gemacht, ne? Oder nee. Hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Vor allen Dingen beim Weglaufen, weißt du? Ah, hier war eine Tür? War die zu? Die war zu, okay. Aber so viel schneller ist es noch nicht. Nee. Junge. Lauter Leichen. Joe, komm mal her! Jo! Oh. Am besten krieg ich diesmal die Knarre. Naja. Also ich hab meinen Kampf, glaube ich, letztes Mal nicht geschafft. Mit der Waffe. Weil ich gar nicht gescheckt hatte, glaube ich, dass ich schießen soll. Ah, ist ja ekelhaft, ey. Das hat er letztes Mal gar nicht gesehen da. Komm her! Der lebt noch. Hä? Das bist du? Am Sterben? Oh Gott, nein! Charlie! Er dann da schon. Ich hab's geschafft und trotzdem nicht. Das ist ja beschiss. Ist das ekelhaft. Du hast es geschafft und bist trotzdem gestorben. Weißt du was? Du hast mich gerade umgebracht, glaube ich. Nee. Doch. Ach so, das kann sein, ja. Mit dem Messer? Ja.
und ich bin am Herzinfarkt gestorben. Nachdem, also ich habe auf uns, sah so aus wie eine Puppe, eingestochen. Ist da? Und dann ging der Kopf Hallo, hoch. Hört mich da draußen jemand? Also ich hatte keinen Kampf oder so, ne? Komm schon, verdammt! Was für ein ist das? War ein schönes Spiel. So, das war doch schön. Wollen wir nochmal? Nö, nicht nochmal. Reicht ja noch. Okay. Won't you spare me over till another year? Aha, aha, aha. Das Spiel bei mir auch immer, wenn ich zur Arbeit gehe. So stehst du mal auf? Ja, also so ist der Marsch zur Arbeit quasi. Okay. Hallo? Mit Liveband immer. Und willkommen in meiner Schatzkammer. Mein Schatz. Deine Schatzkammer. Die Abo bei Fuba. Ich bin der Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass. Und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens. Und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Manchmal werden sie die Geschichte gemeinsam erkunden, manchmal jeder für sich.
Was einer tut, mag dem anderen sinnlos erscheinen, denn wir haben alle andere Perspektiven. Aber wie im Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos. Geht das Video jetzt weiter? Ich glaube, ja. Mal kurz Pause machen mit Escape oder so? Dann können wir gleich machen, wenn wir auf dem Boot sind. Ja, oder so, aber das dauert doch jetzt noch mal eine Weile, oder nicht? Ja, du wolltest ja nicht warten. Ja, ist ja in Ordnung. Ja, okay. Schrei mich nicht so an. Brad. Schnorrer ist Alex. Ja, passt. Du bist motiviert und unsicher. Aha. Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Echt jetzt? Ja? Ich meine, du bist echt hier ohne eine einzige Tauchstunde? Irgendwie, ja. Ich wollte ja. Also ich hatte keine Zeit. Ich musste arbeiten. Ach, schon gut, schon gut. Hey, Vorsicht! Die Tauchkamera war wahnsinnig teuer. Brüderchen, sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann. Bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Hä? Mitnehmen? Ernsthaft? Ich dachte, ich bin eingeladen. Julia wollte dich dabei haben. Julia? Echt? Ja, Mann. Sie wollte das. Ich wollte, dass sie sieht, wie cool du bist. Also, sei cool. Kapiert? Okay, Amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia. Ist echt hart. Geht das jetzt nicht noch weiter? Ist ja schon zwei Wochen. Das Spiel Wochen geht noch her. Weiter, ja. Hä? Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Aber hast du das Gefühl, dass die Entscheidungen, also dass hey. Hier, wenn wir hier labern, dass das einen Einfluss hat? Ich bräuchte mal deine Meinung. Keine Ahnung. Ich mache jetzt genau das Gegenteil. Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Weil. Nee, aber. Sturm sind die aber alle nur, weil ich verkackt habe. Diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Bist du sicher? Denk mal drüber nach. Auch an die ganzen Konsequenzen. Hey! Ah, zwei neue Opfer. Oh. Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Freut mich, Conrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley!
Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefehlt? Lust auf ein Bier? Nora trifft eine Entscheidung. Ja, nicht gemerkt, dass du weg warst. Als kleines Mädchen habe ich immer von einem Prinzen geträumt, der mich auf Händen trägt und gar nicht bemerkt, dass ich weg bin. Ich liebe Bier. Also, erster Tauchgang, wir beide? Ich. Falls du jetzt mithältst. Meine Aussicht ist von hinten besser. Aha, wärmer ist da hinten auch, hä? Fünfter Opfer. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kahn? Aha. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber... So, alle an Bord und bereit abzulegen? Wenn es dir recht ist, Captain. Ey, was ist das für eine Frechheit? Das gute Bier. Noch so ein Ding und dann gibt's auf den Sack, gibt's dann Faschisse. Ja, das erste Opfer. Schnorrer ist Alex. Alex ist doch das Weib, oder? Nein, das ist der Schwarze, immer noch. Achso. Pass doch mal auf, Junge. Ganz dachte, genau, das ist alles raus. Oh, hä, hey, bist du bekloppt? Willst du dich mal hinlegen? Ja, ist eine gute Idee. Ja. Oh Mann. Zeig mal die scharfen Pfoten. Wie wäre es hier drüben? Ganz schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja, das hier ist anders. Ich meine ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenne ich ein paar gute Stellen zum... Nur ein paar Fotos, oder? Schnorrer trifft schon eine Entscheidung. Ich bin sicher, dass es hier ist. Aber naja, wie groß ist die Chance, dass wir die Nadel im Heuhaufen finden? Ich glaube, da ist etwas. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Ich wollte gerade schnell wieder wegwischen. Es geht. Sehen und staunen. Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie. Wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack? Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Ja, wollen wir. Du meinst, wir sollen nicht tauchen? Leute, hört mal, ich glaube, wir sollten auf unseren erfahrenen, hübschen, schlauen und hübschen Kapitän hören. Wenn sie sagt, wir sollten die Dinger Conny, lieber... Conny, bitte. Du bist nicht zum Abschleppen hier. Warte, was? Nee. Ich meine, sie hat recht. Nicht, weil sie hübsch ist. Ich meine, sie ist hübsch. Aber das ist Nebensache. Sie ist der Kapitän. Hör mal, wir haben dich bezahlt. Großzügig. Wir tauchen. Du bist der Kunde. Aber wenn was schief geht... Ich kann es kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. Zweideutig. Was? Zweideutig? In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt nochmal alles. Seht ihr mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Guck doch mal nach deinem Bruder, Mann. So, jetzt Escape schnell. Hey. So. Buh, buh.
Können wir nicht jetzt Pause machen? Schnell die Abo bei Fuba, ja, weil er unbedingt abbrechen musste. Ich wollte es ja in einem Rutsch durchspielen, aber was geht ja wieder nicht. Ja, das ist schon wieder zum Kotzen, ey. Kriegst gleich einen Daumen nach unten. Total, das ist echt nicht nett. Total an der Aufnahme vorbei, was du da. Nee, das ist korrekt, ey. Ich habe gesagt vor dem, ja, lass uns das in einem Rutsch durchziehen, ne, ein Video. Du sagst, jo. Ein Rutsch? Ja. Ach, du wolltest ein Video machen? Ja. Ja, dann lass doch diese Pause einfach rausschneiden. Und dann gehst du wieder rauchen, 5 Jahre, wisst ihr, dann ist schon wieder abends, dann sagst du, wo bist du denn? Genau, ich sag, ja, so ich hab ausgemacht, das hat jetzt lange gedauert. Genau. So, D-Abo, ne? Gut. Spitze, also, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Spitze, bedanke mich. Tschüss. Und abonnieren. D-Abo, ciao.